Ein neuer Tag bricht an und unser drittes Ziel liegt vor uns. Diesmal sollte die Fahrt aber nicht so lange dauern wie davor. Denn diesmal führt uns unser Weg etwas weiter nördlich nach Fukuoka. Da es noch relativ früh war und wir erst später im Hotel einchecken konnten, fingen wir schon mal mit dem Sightseeing an. Südöstlich außerhalb von Fukuoka liegt der Kamado-Schrein. Und jeder, der Kimetsu no Yaiba kennt, wird bei dem Namen sicher hellhörig. Der Name wird nämlich genauso in den gleichen Kanji geschrieben wie der Held der Serie, Kamado Tanjiro. Und genau aus diesem Grund zieht es eine Menge Anime- und Manga-Fans hierher und viele davon hinterlassen toll gezeichnete Ema. Man hat das Gefühl, man schaut sich regelrecht am Schrein direkt eine klasse Fanart-Galerie an. Echt der Hammer, was für Zeichnungen dabei sind. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir auf jeden Fall ein paar gute Stifte mitgenommen und hätte vielleicht auch was gezeichnet. Kennt ihr die Serie und welcher ist euer Lieblingscharakter? Schreibt's doch gerne in die Kommentare. Einen Gushuin konnte ich hier auch bekommen, ehe unsere Reise weiterging. Nächster Spot, Dazaifu Tenmangu. Mit seiner tollen Einkaufsstraße. Oh, ich habe diesen Ort geliebt. Ich fand es so schön dort und irgendwie hat es mich ein wenig an Kamakura erinnert von der Atmosphäre her. Die auf den Schrein zuführende Straße ist voll mit Läden, welche zum Beispiel Umegai Mochi anbieten. Die sind beliebte Reiskuchen mit einer Füllung aus süßer roter Bohnenpaste. Super lecker. Es gibt auch eine Reihe von Eisständen, die typisch japanische Sorten wie Grüntee, schwarzen Sesam und Kinako anbieten, sowie zahllose Souvenirläden. Nachdem man das Gelände durch das große Tori betritt, führen drei Brücken über einen Teich voller Koi-Karpfen zum Hauptteil. Der große Teich ist umringt von einigen Pflaumenbäumen, für die der Dazaifu Tenmangu bekannt ist. Deshalb sind auf Gushuin und Gushuincho auch Pflaumenblüten abgebildet. Was ich besonders toll und selten fand, war die große Statue eines Kirin. Die Haupthalle des Dazaifu Tenmangu wurde über dem Grab von Michizane Sugawara errichtet. Dieser war ein berühmter Gelehrter, Politiker und Poet aus dem 9. Jahrhundert. Nach seinem Tod wurde Japan von Naturkatastrophen heimgesucht. Man interpretierte dies als Folge eines Fluchs und deshalb beschloss man, Michizanes Geist zu besänftigen, indem man ihm zu Ehren den großen Schrein errichtete und ihn als Tenman Tenjin, den Gott der Literatur und der Kalligraphie, verehrte. Es war auch bekannt, dass Michizane Pflaumenbäume über alles liebte, der Grund, weshalb auf dem Schreingelände so viele davon stehen. Dann war es Zeit, Mittag zu essen. Und was würde sich in Fukuoka eher anbieten als Hakata-Ramen? Ich liebe diese Ramen und ganz besonders die scharf gewürzte Beilage, die man dazu isst. Wirklich lecker! Kleiner Tipp, falls ihr nur nach Tokio reisen solltet, diese Ramen aber probieren wollt,
Keine Sorge, denn es gibt hier und da Restaurants, die diese Ramen anbieten. Allen voran die Kette Ippudo, die ich sehr empfehlen kann. Da immer noch etwas Zeit zum Einchecken war, haben wir uns auf den Weg ins Canal City gemacht. Dies ist ein riesiges Einkaufszentrum in Fukuoka. Shiori hat einen Mittagsschlaf gemacht und nun, da ich gesehen habe, dass es dort ein bestimmtes Café gab, durfte ich dort mein Dessert essen. Dort gibt es nämlich ein Kirby-Café. Ich wollte schon immer in das Café am Skytree, aber naja, wie soll ich sagen, es befindet sich genau auf der anderen Seite Tokios und ich bin demnach echt selten dort oben in der Ecke. Das Café war so niedlich und richtig leer. Das Essen war auch echt lecker. Und ich durfte sogar eine Kirby-Figur aus Keramik aussuchen, die ich mitnehmen konnte. Die Preise sind, wie es sich für Themencafés so gehört, etwas hoch, aber dementsprechend gibt es immer ein kleines Extra, das man mitnehmen darf, wie zum Beispiel die Tasse bei Getränken. Und dann ging es ab in unser Hotel. Puh, und was für eins. Das Hotel Agora. Und Mann, das war echt luxuriös. Alter Schwede. Wir hatten ein riesiges Tatami-Zimmer mit Wahnsinnsausblick auf Fukuoka bekommen. Oh mein Gott. Ey, das ist der Wahnsinn. Das ist der Hammer. Ich war noch nie in so einem riesigen... Ich war schon in großen Hotels, aber das hier, ey, das ist der Hammer. Ich meine, so normalerweise könnten wir uns sowas eigentlich auch gar nicht leisten. Das ist eigentlich auch nur alles mit den Meilen bezahlt, ne? Ich hatte mal mit meinem Mann darüber geredet, wie lange er die jetzt eigentlich gespart hatte. Und das waren jetzt 3 Jahre, die er nicht benutzen konnte. Und er war halt so oft auf Business Trips in der Zeit und hat halt immer so seine Kreditkarte zum Bezahlen verwendet und dadurch halt auch Meilen gesammelt. Also ich bin irgendwie so baff. Ich meine, die erste Hälfte des Jahres war so furchtbar. Und jetzt ist gerade alles so, boom, oh mein Gott. Ich bin einfach nur echt dankbar gerade.
und sprachlos. Die beiden sind übrigens gerade baden. Ich check nachher dann das Bad ab. Und abends gab es noch ein Abendessen mit mehreren Gängen. Luxus pur. Ein Onsen gab es auch. Allerdings muss ich sagen, war dies etwas klein. Dann war es auch schon nachts und wir mussten Kraft tanken für den nächsten und letzten Tag in Kyushu. Ihr dachtet schon, dieses Hotel war krass? Ich sag's euch, das dachte ich auch. Aber das nächste Hotel sollte noch viel heftiger werden, laut meines Mannes. Und er hatte recht. Das seht ihr dann unter anderem im nächsten und letzten Teil unserer Kyushu-Reise. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr bis hierher geschaut habt. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!